2016, 2017 gab es bisher 9 Trainerentlassungen, dabei die Interimstrainer noch gar nicht mitgezählt. In der Saison 2010, 2011 gab es sogar 20 Trainerentlassungen. Keine Frage also, das Trainerkarussell, das dreht sich in der Bundesliga. Doch was bringen Trainerentlassungen generell und gibt es einen besonderen Effekt im Abstiegskampf? Das schauen wir uns genauer in diesem Video an. Leute, die Lage der Fachmedien ist gespalten. Die einen sagen, ein Trainerwechsel bringt überhaupt nichts. Die anderen sagen, ein Trainerwechsel hat einen gewissen Effekt. Dann gibt es noch die Dritten, die so wie ich versuchen, diese Frage einfach etwas näher zu betrachten und zu beantworten. Und dann gibt es wiederum noch andere, die haben zwar eine Meinung zu der Thematik, handeln dann allerdings doch anders. 5 Tage nach dieser Meldung wurde Norbert Meyer denn doch entlassen. Kommen wir zu der Frage zurück, was bringt Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga? In dem Fachblatt Plus One gab es einen Bericht von einem Forscher, der 150 Trainerentlassungen genau analysiert hat. Dabei haben sie die Ergebnisse von Vereinen, die ihren Trainer entlassen haben, mit einer Kontrollgruppe von Vereinen, die ihren Trainer nicht entlassen haben, verglichen. Und das Ergebnis war, es gibt keinen Unterschied. Woran liegt das? Vereine, die ihren Trainer rauswerfen, spielen in dieser Saison unter den Erwartungen. Man hatte sich einfach mehr erhofft und meist laufen die letzten beiden Spiele dann auch noch etwas schlechter als die vorhergegangenen. Also die letzten 2 Spiele laufen meist besonders schlecht. Nach der Trainerentlassung läuft es dann wieder besser. Die Vereine erzielen auch eine bessere Tordifferenz. Doch diesen Effekt haben auch Vereine erzielt, die ihren Trainer nicht entlassen haben. Das liegt einfach daran, dass es vorher besonders schlecht lief, die Statistik also nach unten gezogen wird und irgendwann normalisiert sich dieser Effekt wieder und der normalisiert sich natürlich leichter, wenn es vorher besonders schlecht lief. Weitere Ergebnisse zeigen, dass wenn man die letzten 15 Spiele des alten Trainers im Punkteschnitt mit den 15 Spielen des neuen Trainers vergleicht, es da auch kaum einen Unterschied gibt. Das Fußballstatistikunternehmen Empire AG kommt zu einem etwas anderen Ergebnis und sagt, dass sich ein Trainerwechsel kurzfristig positiv auf den Punkteschnitt auswirken kann. Sie gaben allerdings auch zu bedenken, dass es ja vorher eine Niederlagenserie für den Verein gab. Es war also nicht besonders unwahrscheinlich, dass die Spiele danach, nach dem Tief wieder besser laufen wird. Einig sind sich die Fachexperten allerdings nur in einem Punkt. Ein Trainerwechsel bringt langfristig absolut gar nichts. Sonst hätte sich der HSV inzwischen ja auch in die Champions League gecoacht. Irgendwann brechen dann doch die alten Probleme, Strukturen und die Charaktere wieder durch, die das eigentliche Problem verursacht haben. Und das kann natürlich ein Trainerwechsel nicht heilen, da muss man tiefer ansetzen. Also liebe Freunde, ein Trainerwechsel bringt langfristig also nichts, kurzfristig können sie aber einen Effekt auf den Punkteschnitt haben, was aber auch daran liegen kann, dass es vorher eine Negativserie gab. Das Ganze macht die Sache auch für den Abstiegskampf interessant. Schauen wir uns mal die letzten 3 Saisons an. 2015, 2016 stieg Hannover 96 und der VfB Stuttgart ja ab, die jetzt ja um den Wiederaufstieg kämpfen. Thomas Schaaf wurde bei Hannover 96 entlassen. Am 28. Spieltag auf dem 18. Tabellenplatz, ihm folgte Daniel Stendel nach. Hannover 96 war zu diesem Zeitpunkt schon sehr weit abgeschlagen. Dennoch muss man sagen, dass sich für den Kampf um den Nichtabstieg dieser Trainerwechsel nicht wirklich ausgezahlt hat. Beim zweiten Absteiger VfB Stuttgart war ja Alexander Zorniger im Amt. Der wurde schon am 13. Spieltag ersetzt durch Jürgen Kramny. Der beendete die Saison dann auf dem 17. Platz, nachdem Zorniger auf einem enttäuschenden 16. Platz gelandet ist. Aber auch Kramny konnte hier den Abstieg nicht verhindern. Ein positives Beispiel gab es in der Saison bei der TSG Hoffenheim. Huub Stevens wurde entlassen und Julian Nagelsmann wurde als Trainer installiert am 20. Spieltag. Schon deutlich früher als gedacht. Eigentlich sollte er erst in der nächsten Saison übernehmen. Hat allerdings die TSG schon auf Tabellenplatz 17 übernommen und führte die TSG dann immerhin noch auf Platz 15. Auch ein Beispiel bei Eintracht Frankfurt, Armin Fee war dort Trainer. Am 25. Spieltag hat er seinen Rücktritt angeboten, der auch angenommen wurde. Niko Kovac hat übernommen. Eintracht Frankfurt war zu dem Zeitpunkt 16. Am Ende beendeten sie auch die Tabelle auf den 16. Platz. Niko Kovac schaffte dann die Relegation und konnte damit in der ersten Liga bleiben. Schauen wir mal auf 2014, 2015. Der SC Paderborn und der SC Freiburg haben nicht ihren Trainer entlassen. Beim SC Freiburg ist das ja immer noch Christian Streich. Beim SC Paderborn war das ja André Breitenreiter, der danach zu Schalke wechselte. Beide haben nicht ihren Trainer entlassen, sind also mit ihm in den Abstiegskampf gegangen, haben den ganzen Weg durchgemacht. Wurden am Ende allerdings auch nicht belohnt. Paderborn 18., Freiburg 17. Der Hamburger SV hat viele, viele Trainer in der Saison entlassen, von Slomka zu Zimbauer zu Peter Knebel, der dann am 28. Spieltag auch das Handtuch geworfen hat. Es kam Bruno Labbadia, der den HSV auf dem 18. Tabellenplatz übernommen hat und immerhin noch auf den 16. Platz geführt hat. Der HSV war eigentlich schon klinisch tot, schaffte allerdings wieder den Einzug in die Relegation und hat dort auch wieder den Abstieg verhindert. Ebenfalls ein positives Beispiel, wo sich der
Trainerwechsel gelohnt hat, war bei Hertha BSC Berlin. Jos Luhukay wurde am 19. Spieltag entlassen. Pal Dardai rettete noch die Berliner Hertha. Man beendete die Saison auf dem 15. Tabellenplatz. Noch ein Jahr zurück, 2013-2014, Eintracht Braunschweig hat den Trainer auch nicht gewechselt. Lieberknecht ist dort ja noch weiter im Amt und kämpft aktuell um den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Nürnberg hat die Trainer gewechselt, oftmals. Vom Wiesiger gab es über Umwege zu Gert-Jan Verbeek. Am 31. Spieltag wurde auch Gert-Jan Verbeek entlassen, auf den 17. Tabellenplatz. Interimscoach Roger Prinzen übernahm. Man blieb 17. Verbeek konnte vorher die Nürnberger Mannschaft deutlich beleben, aber was Zählbares sprang halt leider nicht dabei rum. Positive Beispiele, hier wieder der VfB Stuttgart mit Thomas Schneider, der wurde am 24. Spieltag entlassen. Es kam Huub Stevens, der den VfB auf den 17. Tabellenplatz übernahm und immerhin noch 15. wurde, also sowohl die Relegation als auch den direkten Abstieg vermeiden konnte. Und positives Beispiel mal wieder der Hamburger Sportverein. Auch hier hat sich der Trainerwechsel ausgezahlt. Bert Marwijk wurde gefeuert am 21. Spieltag. Mirko Slomka hatte da noch übernommen, ebenfalls auf Tabellenplatz 17. Und Slomka konnte die Relegation wieder erreichen, Tabellenplatz 16, und die Relegation wurde wieder erfolgreich überstanden. Also liebe Freunde, es gibt Beispiele dafür, dass ein Trainerwechsel was bringen kann, insbesondere im Abstiegskampf, aber es gibt auch Beispiele dafür, wo er keinen Effekt hatte. Wichtig ist daher auch, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. 2 Spieltage vor Schluss kann kein neuer Trainer wirklich mehr Bäume ausreißen. Am Ende ist das Ganze ja auch eine sehr individuelle Frage. Erreicht der Trainer noch die Mannschaft oder nicht? Kann man mit einem neuen Trainer wirklich Impulse setzen, Druck vielleicht von der Mannschaft wegnehmen oder sogar ein bisschen Druck aufbauen, je nachdem, was gerade in der Situation erforderlich ist. Also ein Patentrezept gibt es da nicht und man muss das wirklich individuell betrachten. Leute, was denkt ihr zu Trainerwechseln? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Es geht um weiter, die Bundesliga-Tipps kommen wieder regelmäßig und am Samstag gibt es auch wieder einen Livestream. Am Freitag gibt es noch eine große Änderung für den Kanal, aber keine Sorge, es gibt nur Positives. Wenn ihr aber kein Video mehr verpassen wollt, geht sicher, dass ihr die Benachrichtigung über die Glocke aktiviert habt. Leute, bleibt am Ball, euer Sören. Ciao.